Operation Pastorius, der gescheiterte Nazi-Spionagering in Amerika. Der Plan für den Nazi-Spionagering, Operation Pastorius, war an sich recht einfach. 8 Männer, aufgeteilt in 2 Teams zu je 4, sollten an der Küste Amerikas landen und eine Reihe von Sabotageoperationen unter Verwendung von Brandvorrichtungen koordinieren. Das Hauptziel bestand darin, den Pennsylvania Railroad Station in Newark, New Jersey, die Hellgate Bridge in New York und die Schleusen in St. Louis und Cincinnati zu zerstören. Doch dank eines der Spione wurde der gesamte Plan vereitelt, bevor er überhaupt richtig begann. Operation Pastorius war ein weiterer Versuch Hitlers, ein Spionagenetzwerk aufzubauen, das Amerika von innen heraus infiltrieren könnte. Ein dramatischer früherer Versuch scheiterte im vorherigen Sommer 1941, nachdem alle seine Hauptagenten vom FBI verhaftet worden waren. Operation Pastorius begann ein Jahr später im Sommer 1942 nach Pearl Harbor. Doch sie hatte noch weniger Erfolg als ihr Vorgänger und bedeutete das Ende von Hitlers subversiven Plänen in Amerika. Die 8 Männer, die die Spione bildeten, waren alle in Deutschland geborene Männer, die eine längere Zeit in Amerika verbracht hatten. George John Dash, Ernest Berger, Edward John Körling, Herbert Haupt, Richard Quiri, Heinrich Karm Heinke, Hermann Otto Neubauer und Werner Thiel verbrachten 2 Monate in einer Spionageschule auf einem Bauernhof, bevor die Mission im Mai 1942 begann. Leutnant Wörter Kappa, ein Nazi-Geheimdienstoffizier, der die Männer aufgrund ihrer Englischkenntnisse, ihrer Hingabe zum Nationalsozialismus und ihres vermeintlichen Wunsches, Saboteure zu sein, auswählte, leitete die Operation. Der Anführer des ersten Teams, Edward John Körling, war bereits früh im Jahr 1928 der NSDAP beigetreten, bevor er nach Amerika ging und dort bis zum Krieg verblieb. Er sollte ein U-Boot nehmen und an der Küste Floridas landen. Das zweite Team wurde von George John Dash geführt und bestand aus Ernest Berger, Körling und Heinke. Jedes Boot war gut mit gefälschten Papieren, Vorräten, Sprengstoffen, Drähten, Sicherungen und reichlich US-Dollar ausgestattet, um die Spione durch die Staaten zu ihrem Treffpunkt in Cincinnati zu bringen. Als sie am 13. Juni 1942 an einem ruhigen Strandabschnitt in Amagansett, Long Island, landeten, erwarteten die 4 Männer in Zivilkleidung nicht, dass sie sofort von einem jungen US-Küstenwächter namens John Collin konfrontiert würden. Dash und die anderen hatten bereits den Befehl erhalten, jeden zu töten, der ihren Plan beeinträchtigen oder vereiteln könnte. Aber stattdessen unterhielt sich Dash mit dem jungen Mann und behauptete, sie seien Fischer. Doch Dashs Versicherungen täuschten Colin nicht. Und trotz seines ausgezeichneten Englischs bat er darum, die Papiere der Männer zu sehen. Stattdessen gab Dash ihm das Äquivalent von ein paar Monaten Lebensmittel als Schweigegeld und warnte ihn, dass er, wenn er seine Familie wiedersehen wolle, ruhig bleiben solle. Colin, der erkannte, dass seine Wahl zwischen Akzeptanz oder Tod lag, nahm das Geld und versprach sein Schweigen. Natürlich hielt das etwa 5 Minuten. Als er zu seiner Station zurückkehrte, informierte Colin umgehend seine Vorgesetzten über die seltsamen und verdächtigen Männer, denen er begegnet war. Dash selbst begann bereits, sich zu wenden. Später behauptete er, er habe immer beabsichtigt, sich dem FBI zu stellen. Aber ob das vollständig wahr war oder auf das Treffen mit Colin zurückzuführen war, ließ sich nicht sagen. Wie dem auch sei, Dash merkte schon lange, bevor es jemand anderes tat, dass das Spiel vorbei war. Das Team teilte sich in 2 Paare, um sich später in New York City zu treffen, und Dash wandte sich bald an den Mann, von dem er glaubte, dass er auf seiner Seite sein könnte, Ernest Berger. Obwohl der 36-jährige Berger für die Mission ausgewählt worden war, hatte er tatsächlich einige Zeit in Nazi-Konzentrationslagern verbracht, nachdem er die Besetzung Polens kritisiert hatte. Er wurde für Operation Pastorius ausgewählt und nahm dies als Möglichkeit wahr, seiner Gefangenschaft zu entkommen. Alles in allem schien er eine interessante Wahl für eine Mission zu sein, die absolute Loyalität gegenüber den Nazis erforderte. Dash wartete, bis die beiden allein waren, um Berger anzusprechen. Dort enthüllte er seine Pläne, den Spionagering zu verraten. Überzeugt davon, dass Colin sie bereits bloßgestellt hatte, erzählte Dash Berger, dass er zum FBI gehen und direkt mit Direktor J. Edgar Hoover sprechen und ihnen alles über Operation Pastorius erzählen wolle. Berger stimmte sofort zu.
Nur 30 Stunden nach ihrer ersten Landung rief Dash das FBI-Büro in New York an und nannte sich selbst Frank Daniel Pastorius aus Deutschland und kündigte an, er habe wichtige Informationen für J. Edgar Hoover persönlich. Obwohl er nicht in der Lage war, Hoover zu treffen oder mit ihm zu sprechen, bestätigte ein früherer Bericht von John Cullen an das FBI Dashs Identität. Er traf sich mit Bundesagenten in Washington, wo er ihnen die großen Geldbeträge zeigte, die er für das Komplott erhalten hatte, und gab ihnen die Informationen über die andere Gruppe unter der Leitung von Kerling, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Florida gelandet war. Später beanspruchte Hoover das ganze Enthüllungsspektakel für sich und ließ es so klingen, als sei es effiziente Arbeit des FBI gewesen, das den Plan aufgedeckt hatte, anstatt dank des Verrats von George Dash von dem Spionagering erfahren zu haben. Wie dem auch sei, dank Dash wurden Kerling, Haupt, Neubauer und Thiel verurteilt, noch bevor sie überhaupt amerikanischen Boden betraten. 4 Tage nach der Landung von Dashs Gruppe landete die andere Hälfte des Nazi-Spionagerings 4 Meilen südlich von Pontevedra in der Nähe von Jacksonville. Sie brachten schnell ihre großen, wasserdichten Kisten mit ihren Sprengstoffen ans Ufer und vergruben sie im Sand. Sie nahmen das Geld und machten sich auf den Weg in die Innenstadt von Jacksonville. Während sie nach New York reisten, prahlten die Männer offen mit sich selbst und ihrer geheimen Operation. Der Jüngste in der Gruppe, der 22-jährige Herbert Haupt, traf sowohl eine frühere Freundin als auch einen anderen Freund. Ziemlich unklug, da sich beide später an das FBI wandten. Er verband sich mit Familienmitgliedern, die ihm auf seiner Reise halfen, und betrat sogar einmal die Büros des FBI in Chicago, um zu fragen, ob er unter Verdacht stehe. Die Beamten dort, die von dem geheimen Plan wussten, die verbleibenden 4 Mitglieder von Operation Pastorius zu verfolgen und zu verhaften, logen und versicherten ihm seine Sicherheit. Nach und nach wurden alle 4 Männer vom FBI verhaftet. Am 24. Juni wurde Kerling als Anführer von Bundesagenten zurück nach Jacksonville gebracht, die ihn anwiesen, die Begräbnisorte der Sprengstoffe preiszugeben, was er bald tat. Sie beschuldigten alle 8 Männer, den 81. und 82. Artikel des Kriegsrechts sowie die Abschnitte des Kriegsrechts, die sich auf Spionage, Sabotage und Verschwörung beziehen, verletzt zu haben. Die Menge an Geld, das die Männer mit sich führten, überzeugte das FBI davon, dass dies Hitlers großer Plan für die Vereinigten Staaten war, von dem die Nazis überzeugt waren, dass er erfolgreich sein würde. Nach ihrer Verhaftung ging es schnell voran und Präsident Franklin D. Roosevelt persönlich war involviert. Am 1. Juli 1942 wurde bekannt gegeben, dass der Prozess vor einem Militärgericht und nicht vor einem Zivilgericht stattfinden würde und 7 US-Generäle würden die Angeklagten verurteilen. Die Wahl erfolgte bewusst durch Roosevelt, der erwartete, dass die Männer die Todesstrafe erhalten würden. Der Prozess des Spionagerings Operation Pastorius sorgte jedoch für Kontroversen. Die ausgewählten hochrangigen Generäle hatten keine formale juristische Ausbildung und 7 der 8 Spione bekamen die gleichen Anwälte zugewiesen, um an ihrer Verteidigung zu arbeiten, was aufgrund möglicher Interessenkonflikte normalerweise nicht vorkommt. Hitler war angeblich wütend. Infolgedessen wurde der Fall tatsächlich während seines Verlaufs an den obersten Gerichtshof verwiesen. 2 Tage bevor er endete, entschied das Gericht zugunsten des Militärgerichts und besiegelte das Schicksal der Männer. Am 8. Juli begann der Prozess unter geheimen Umständen. Die Fenster waren verdeckt und Reporter verboten und die Wege zum Gerichtssaal wurden jeden Tag der 3 Wochen, die er dauerte, geändert. Haupt behauptete, er habe aus Angst dem Plan zugestimmt. Thiel behauptete, er habe gedacht, es gehe nur darum, Propaganda zu verbreiten und habe sich danach gesehnt, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Neubauer sagte, es sei die Pflicht eines Soldaten, Befehle auszuführen und nicht zu denken und er dürfe deshalb nicht verantwortlich gemacht werden. Kerling, einer von Hitlers frühesten Anhängern und wohl der standhafteste Nazi von allen, sagte nichts. Für Dash und Berger waren die Dinge nicht ganz so schlimm wie für die anderen 6 Männer. Dash erhielt einen separaten Rechtsbeistand und das US-Gericht erkannte ihre Rolle bei der Aufdeckung des Spionagerings an. Am 3. August war der Prozess vorbei und das Urteil für alle 8 Männer stand fest. Tod durch elektrischen Stuhl. Die Urteile wurden prompt vollstreckt, wobei Haupt als erster dem elektrischen Stuhl gegenüberstand. Dash und Berger bekamen eine Begnadigung.
Anstatt des Todes wurde Dasch zu 30 Jahren in einem Bundesgefängnis verurteilt. Bergers Strafe war lebenslänglich. Jeder von ihnen verbüßte nur 6 Jahre seiner Haftstrafe, bevor Präsident Truman ihre Strafen milderte und sie 1948 nach Deutschland deportierte. Berger starb später in Anonymität, aber Daschs Verrat verfolgte ihn sein ganzes Leben lang, bis zu seinem Tod im Jahr 1991. Der große Nazi-Spionagering endete nicht mit einem Knall, sondern mit einem Flüstern.